Gut, also normalerweise bei ähnlichen Treffen kann man sich berufen auf den Biografienspuren. Und das ist wirklich der Fall. Nach dem, was Sie vor kurzem gehört haben, ist, denke ich, unbedingt notwendig, ein paar Fakten aus dem Lebenslauf von Herrn Häubner erwähnen. Als 18-jähriger junger Mann nach der Abitur hat er Pflicht beim Militär abgesagt, hat manifestiert pazifistische Stellungnahme und hat für dachlosen Leute gearbeitet in Oxford, und anschließend hat er gelandet in Stutowo als Freiwillige und hat betreut die erste Jugendgruppe, die Gedenkstätte Stutow besucht haben. Später war schon der Anfang der Zusammenarbeit mit Aktion Sühnezeichen, Friedendienst 85, und die zweite wichtige Etappe, das ist Oświęcim. Gemeinsam Überlegungen und gemeinsame Aktivitäten mit Volker von Thörner, um in dieser Stadt internationale Jugendbegegnungsstätte zu gründen. Das war zu dieser Zeit also wirklich eine Sache, die außer Skala der Vorstellung kann man jetzt präsentieren. Das war von der Wende, und wirklich die Leute, die das initiiert haben, haben nicht nur Vision, aber auch sehr viel Mut. Diese Zusammenarbeit hat sich resultiert mit dem Bau des Hauses, und seit dieser Zeit Herr Häubner hat betreut internationale Jugendbegegnungsstätte als Vorstandsmitglied, parallel zu den Aktivitäten in dem Internationalen Auschwitz-Komitee. Das hat wirklich Herr Wenderhoski richtig gesagt, wenn ich das mehr auf Deutsch sprechen werde, wird das viel zu lange dauern. Aber mir war sehr wichtig, dass erwähnen, Herr Häubner. Und jetzt kurz zu der Person von Rafał Wenderhoski. Ich weiß, dass oft verwendet man oder ausnutzt man Begriff genial, aber wirklich jetzt haben wir glücklich Freude und Ehre, einen genialen Übersetzer zu haben. Gibt es, denke ich, in den letzten 30 Jahren keine deutsche Kanzler, keine Präsidenten, auch bei der polnischen Seite, die wurde nicht von Herrn Wenderhoski übersetzt. Tausende von Politiker, Staatssekretär und Minister, und parallel auch Konferenzen auf der höchsten wissenschaftlichen Ebene. Also wirklich, der Mann war ein Geschenk für die internationale Jugendbegegnungsstätte, hat er auch die Position des Hauses sehr massiv verstärkt. Und jetzt, die beiden Herrschaften haben sich hier getroffen bei diesem Buch. Und jetzt nehme ich Platz und fange ich von einer Frage an Herrn Häubner. Herr Häubner, Sie haben angefangen, wenn darf ich so sagen, mit den Gedichten. 1981 nach Hause gehen, ein Büchlein mit sehr berührenden Gedichten, und auch die einige, die wurden in Zeitschriften auch übersetzt von Tadeusz Hołuj neben anderen, und auch Lebenszeichen, das denke ich 87, und andere Werken. Und das, was jetzt uns auch verbindet, diese Auschwitz-Trilogie, drei Bücher, die wurde von 2019, 21 und 23 geschrieben, ist eine Art der Krönung ihren Aktivitäten auf deutsch-polnischen Kontext und vor allem auf den Geschichten, auf die geschichtliche Ebene. Herr Häubner, sagen Sie bitte, weil das ist die erste Publikation, die ist in polnischer Sprache präsentiert und auch in einem Ort, wo für Sie
wichtig war, ist und wird, hoffe ich. Was das war für Sie? Lieber Herr Schuster, ich lese was vor. Und zwar, weil wir ganz modern sind, lese ich einen Tweet vor, nennt man heute X, glaube ich, aber ist egal, den ich vor einigen Tagen geschrieben habe, im Blick auf diesen Abend. Viele Jahrzehnte meines Lebens habe ich den Kontakt zu Menschen in Polen gesucht und dabei gelernt, wie polnische Familien unter der Nazi-Herrschaft gedemütigt und gequält worden sind und wie mutig und vielfältig sie Widerstand geleistet haben. Im Andenken an diese Menschen und diese Begegnungen berührt es mich besonders, dass am 24. September in der Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim mein erstes Buch in polnischer Übersetzung vorgestellt werden wird und danke dem Übersetzer Rafał Wendrychowski. Ich widme diesen Abend Tadeusz Szymański und Jerzy Adam Brandhuber, die mir als Überlebende von Auschwitz, als Polen und als Europäer den Reichtum der polnischen Kultur und die Schönheit der polnischen Landschaft nahegebracht haben. Dank auch meinem deutschen Verleger Gerhard Steidl und dem Krakauer Austeria Verlag Wojciech und Margosata Ornat. Ich bin dankbar und stolz, Autor beider Sprachen und beider Verlage zu sein. Und ich verneige mich vor Marian Turski, der mir immer wieder hilft, zu verstehen. Das bedeutet dieser Abend für mich. Danke. Sie haben wie immer beantwortet auf nach einer poetischen Art. Jetzt meine Frage wende ich in Richtung Rafał Wendrychowski. Wir kennen Herrn Häubner von brillanten Ansprachen und Reden. Mehrmals habe ich mich geschwitzt nach Zitaten aus der Bibel oder aus der Literatur. Sag bitte, was für dich war, doch über eines Textes, die war eng mit der Geschichte verbunden, doch gibt es, ist das der gleiche Christoph Häubner oder gibt es zwei, ein Redner und ein Schriftsteller? Es gibt nur einen Christoph Häubner. Er war für mich immer der Meister des klaren Wortes, des prägnanten Wortes. Wir kennen uns mittlerweile seit 30 Jahren oder so um den Dreh und ich hatte auch schon mehrmals die Gelegenheit, ihn zu dolmetschen bei offiziellen Anlässen, bei inoffiziellen Anlässen. Und ich muss sagen, Herr Häubner ist einer von wirklich wenigen Menschen, wo man immer weiß, worauf sie hinaus wollen, was sie sagen wollten und was, ja, also ich meine, Antizipation gehört auch ganz fest zu meinem Beruf. Ich weiß, was er sagen wird. Das heißt nicht unbedingt, dass ich seinen Gedanken lese, aber er ist wirklich ein unübertroffener Meister der klaren Ausdrucksweise. Und das ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass die literarische Qualität auch einhergeht mit der Qualität des gesprochenen Wortes, auch in ganz alltäglichen Situationen, auch wenn es manchmal so richtig zur Sache geht, denn solche Situationen haben wir doch auch erlebt bei unterschiedlichen Anlässen. Er ist immer derjenige, der sich auf eine klare, unmissverständliche Art und Weise ausdrückt und das ist für einen Dolmetscher und für einen Literaturübersetzer ein Segen. Wissen Sie, lieber Herr Wendrychowski und meine Damen und Herren, ich gehe noch mal zurück zu dem, was Herr Schuster eben gesagt hat. Diese Stadt Oświęcim, Frau Doboranska hat davon gesprochen, wie lange wir hierher kommen. Und mich hat, das mag sich ganz merkwürdig anhören, die poetische Atmosphäre der Stadt, das kulturelle Leben der Stadt Oświęcim immer sehr interessiert und ich fand das sehr beeindruckend. Und dazu gehören natürlich auch diese poetischen Abende und Ihr Interesse.
Aber ich weiß auch, dass es schon eine Form von Anmaßung ist, wenn ein Deutscher polnischen Menschen zu diesem Thema schreibt. Und ich habe mich lange gefragt, ob die Erzählperspektive in diesem Buch, die ist ja immer in der Ich-Form beschrieben, akzeptabel ist. Und das ist wirklich ein sehr, sehr großes Geschenk, dass mir Überlebende gesagt haben, wir fühlen uns erkannt und getroffen. Und Sie wissen, heute ist Yom Kippur, ein besonderer Tag. Vor wenigen Tagen ist in Budapest Eva Fahidi gestorben, eine wunderbare, große Frau, künstlerisch, kreativ tätig, eine Tänzerin, eine Schreiberin. Und der Satz, den sie mir geschrieben hat zu diesem Buch, wenn es ein Buch gibt, das sie ins Überleben mitnimmt, dann gehört das dazu. Das ist schon mehr als Adel, das ist wirklich ein großes, großes Geschenk. Ich habe in Oswiecim, das ist ja überall ist da, wo Überlebende sind, mehr an positiven Dingen mir als Schriftsteller und als Mensch gegenüber erfahren, als jemals im Leben Ablehnung oder Vorwürfe. Und dafür kann man als deutscher Schriftsteller nur dankbar sein. Sie haben mehrmals verwendet jetzt Namen Überlebenden. Sie haben auch das Buch gewidmet mehreren Überlebenden. Die Jugendliche auch auszubilden, auch Meister oder Management, die haben die Führung von Herr Häubner erlebt. Sie wissen alle, wie das inkonventionell ist. Da ist nicht eine Führung mit Hunderten von Fakten, obwohl alles natürlich ist im Rahmen historischen, also im historischen Rahmen. Aber praktisch die Führung ist ergänzt und bereichert mit Geschichten, die wurde direkt von Überlebenden erzählt. Und das bringt Authentizismus und so eine Mitleid oder Engagement von jungen Leuten. Also das ist wirklich ein besonderes Art. Und meine Frage ist, Sie haben auch erwähnt Namen von Marian Turski. Er hat auch kurz, sehr schön geschrieben auf Rückseite dieses Buches. Jetzt frage ich sehr provokativ oder naiv, ich weiß nicht, dla kogo, für wen haben Sie dieses Buch geschrieben? Ja, für Jugendliche, für Leute. Frau Sophia hat gesagt, jetzt müssen Sie das alles dokumentieren. Wie erwarten Sie auch die Reaktion von Überlebenden, die das erlebt haben? Wir Zuschauer jetzt mehr oder weniger konstruieren unsere Vorstellungen auf Basis in faszinierenden Geschichten. Aber kann ich mir vorstellen, dass ein richtiges Kriterium ist von Leuten, die das überlebt haben? Ich habe zugehört in vielen Situationen, wo wir gemeinsam gereist sind, gemeinsam gegessen haben. Ich habe es, die wunderbar lesenden Schauspielerinnen und Schauspieler haben es ja beschrieben. Das waren keine Zeitzeugengespräche, es war ein gemeinsames Zusammensein, sehr intensiv. Das war keine Situation, wo sozusagen ein Auftrag erteilt wurde, aber ich habe das schon gespürt. Man erkennt ja einander. Und die haben gewusst, dass ich schreibe. Und irgendwann war schon klar, dass das sollst du aufschreiben. Es gibt ein wunderbares Gedicht von Iwaszkiewicz. Heißt so ungefähr Haarzopf des Herbstes. An den Dolmetscher schöne Grüße.
Und da heißt es dann zum Schluss, du sollst den Klang beschreiben, den du alleine weißt. Die, die mir das erzählt haben, leben schon nicht mehr. Vieles weiß ich und ich erzähle es weiter. Das ist eine uralte menschliche Tradition. Die Geschichtenerzähler, die früher irgendwo gesessen haben und erzählt haben. Und die Geschichten werden weiter erzählt. Und das war schon eine Aufgabe. Ja. Aber ich schreibe eigentlich für niemanden. Ja. Schreibe auch aus Freude, Herr Schüssler. Aber nebenbei, wir haben auch große Freude. Ich weiß nicht, ob das ist richtiges Wort, aber ist das für uns fast immer ein Erlebnis, das zu lesen. Jetzt Frage an Rafał. Das sind allen Leuten bekannt, dass ein Dolmetscher kein wunderschönes und wertvolles Buch absolut kaputt machen mit den, sage ich, besonderen Übersetzungen. Und umgekehrt natürlich gibt es Beispiele, wo sozusagen ein literarisches Original kriegt dank Übersetzung absolute höchste Ebene. Jetzt ernst gesagt, Anfrage oder Bitte von Herrn Häubner, das Buch zu übersetzen, wie war deine erste Reaktion? Angst, Freude, Herausforderung und wie war für dich die Arbeit? Das ist auch, denke ich, nicht nur für mich, aber auch für unsere Gäste auch wichtig. Ich glaube, das war alles zusammen, also Freude, etwas Angst, ob die Herausforderung nicht etwa zu groß sein wird, aber auch Begeisterung, nachdem ich begonnen habe, das Buch zu lesen. Denn man liest als Übersetzer ein Buch ganz anders, wenn man schon den Auftrag vor sich hat, das Buch zu übertragen. Das heißt, ich lasse mir gleich schon bei der ersten Lektüre irgendetwas einfallen. Ich weiß, wo ich da eventuell in ein Fettnäpfchen treten könnte. Ich weiß, wo da gewisse Gefahren auf mich lauern. Und da bin ich immer am Gröbeln. Aber das macht auch unheimlich viel Spaß bei der ersten Lektüre schon. Und bei der wiederholten Lektüre komme ich dann der eigenen Version immer näher. Es ist ein Prozess, aber ich finde diesen Prozess ganz, ganz spannend. Das heißt, man muss sich einfach mit dem Buch auch anfreunden. Und in diesem Fall ist es mir wirklich leicht gefallen. Ich ergänze das noch, Herr Schuster. Wir beide haben das, was man im Deutschen eine gemeinsame Wellenlänge nennt. Wir haben eine ähnliche Art von Humor. Und wir forzeln gerne, sind ein bisschen ironisch manchmal. Wir verstehen uns sehr gut. Das kann bei Übersetzungen sehr schlecht sein. Aber er ist wirklich ein genialer Fuchs. Meine Damen und Herren, Sie kennen alle diese Fernsehsendungen, wo man im Fernsehen Heiratsanträge macht. Ja? Das mache ich jetzt auch. Ich will ihn nicht heiraten. Aber ich hab sie im Auge. Und ich würde Sie fragen und bitten, ob Sie mein nächstes Buch übersetzen wollen. Schon fertig. Ja, wir haben viele Zeugen dafür. Ich sage ja, gerne. Dann bin ich sehr zufrieden. Ja. Ist, denke ich, oder praktikabel bei uns, auch bei Buchpräsentationen auch Möglichkeit geben, Gästen die Frage zu stellen. Gibt es Wunsch oder Fragen? Sie können sich direkt wenden an Autor oder Übersetzer. Die beide werden sich riesig freuen. Meine Damen und Herren, Sie haben doch gar keine Fragen. Das sind die Situationen, wo man sich immer daran erinnert, dass man irgendwo gesessen hat und dann gefragt wurde, gibt es noch Fragen? Aber wir können auch ungefragt gerne etwas sagen. Sicherlich wird es eine oder könnte es eine Frage geben,
warum Ihnen und warum mir? Ja najpierw chciałem podziękować panu Christophowi Heubnerowi za to, że był kiedyś sponsorem mojego tomiku wierszy. Dzięki panu mogłem wydać swój pierwszy tomik wierszy, co było dla mnie bardzo, bardzo ważne. Tomik wierszy Wilczy Bilet i chciałem panu wręczyć różę właśnie za to. Bo dla mnie jest to wielka łaska, wspaniała sprawa to, co pan zrobił. Für das deutschsprachige Publikum, es ist eine Danksagung an Herrn Heubner, der seine mam pytanie takie, kiedy hat, pan zainteresował się sprawami Holokaustu, sprawami nazistowskich zbrodni, jak to przebiegało u pana od czasu młodości? Czy było to w bardzo wczesnej młodości, gdy zaczął pan szperać, dociekać coraz bardziej, czy po prostu już powiedzmy po 30, po 40? Kiedy to się stało? Co było bodźcem, że pan jako twórca, jako człowiek, jako Niemiec zaczął interesować się tymi sprawami? Dziękuję. Jetzt muss ich das wahrscheinlich konsekutiv übersetzen, weil nee, es gibt zu wenig Kopfhörer. Die Frage war, wann Herr Heubner auf das Thema Holocaust in seinem Leben gekommen ist. Als ganz junger Mensch oder erst später, wann er begonnen hat, sich mit dem Thema so ernsthaft auseinanderzusetzen und wie er einfach seine Stellung dazu nahm als Deutscher, dann als Studierender, als jemand, der sich damit intensiv auseinandersetzt. Ganz kurze Antwort, weil ich denke, Sie sind alle ein bisschen jetzt auch froh, wenn Sie sich noch unterhalten können. Das Leben ist immer von Menschen geprägt, von Begegnungen mit Menschen. Und ich habe sehr früh das Glück gehabt, ehemalige Häftlinge der Lager kennenzulernen. Und Herr Schuster hat Stutthof erwähnt. Das waren damals Menschen, die waren 50 Jahre alt, die Lager überlebt hatten und die einfach erzählt haben und mich voller Gastfreundschaft in ihr Leben hineingenommen haben. Und da hat dieses Thema angefangen. Mir bleibt eigentlich nur Dank. Dank für Ihre Übersetzung, für die wunderbare Lesung. Lieber Herr Schuster, für die Gastfreundschaft. Johanna Klenscher-Deoda, für diesen Abend. Frau Doboranske, für die Förderung. Und Ihnen allen, dass Sie gekommen sind.